Hallo! Diese Woche siehst du, wie wir eine Rücklaufverschraubung im laufenden Heizungsbetrieb austauschen. Auch bei einem Thermostatventilunterteil funktioniert der Wechsel genauso. Wir starten auch schon mit der Entleerung des Heizkörpers. Dazu stellen wir das Heizkörperthermostat auf 0 oder Frostschutz und entfernen unten die Schutzkappe der Rücklaufverschraubung. Hier noch kurz ein wichtiger Tipp: Wenn du deine neue Rücklaufverschraubung oder dein neues Thermostatunterteil kaufst, dann empfehle ich dir denselben Hersteller wie bei deinem alten, da es sonst mit der Verschraubung, die sich im Heizkörper befindet, oft nicht dicht wird und du diese dann ebenfalls tauschen musst. Zur Sicherheit schließe ich dann immer alle Heizkörperregler bzw. Heizkörperthermostate, die sich in diesem Heizkreis befinden. Als nächstes schalten wir die Heizung und die Heizungspumpe aus und schließen auch die beiden Absperrventile von Vor- und Rücklauf. Jetzt habe ich mir einen passenden Behälter gesucht und ein altes Handtuch, einen 30er Gabelschlüssel und öffne damit hier die Verschraubung. Achte hier unbedingt darauf, dass ein bisschen Zeit vergangen ist, seit du den Heizkörper abgedreht hast. Sonst könnte das Heizungswasser noch zu heiß sein und du verbrennst dir hier die Hand. Wir können jederzeit die Verschraubung wieder zudrehen und den Wasserauslauf somit stoppen. Wir entleeren die Tasse jetzt in einen Kübel und machen wieder weiter mit dem Entleeren des Heizkörpers. Auch die obere Verschraubung öffnen wir jetzt, damit das Wasser schneller auslaufen kann. Wenn der Heizkörper jetzt komplett leer ist, öffnen wir unten die Verschraubung, wenn wir die Rücklaufverschraubung wechseln wollen und oben, wenn wir das Thermostatventilunterteil tauschen. Ich zeige dir hier den Wechsel bei der Rücklaufverschraubung. Wie gesagt, beim Thermostatventilunterteil funktioniert das genauso. Achte hier nur darauf, dass du unten bei der Rücklaufverschraubung absperrst. Wie das im Detail funktioniert, siehst du im Video Heizkörper abmontieren. Du findest es in der Playlist Sanitärinstallationen am Ende von diesem Video. Wir suchen uns jetzt die beiden passenden Schraubenschlüsseln und schrauben die Rücklaufverschraubung ab. Wir reinigen jetzt das Gewinde von dem alten Dichtmaterial, bei uns war das hier Hanf, und dichten es neu mit einem Gewindedichtfaden ein. Auch diesen verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Klicke dazu einfach rechts unter dem Video auf den Pfeil oder auf Mehr ansehen. So, und jetzt schrauben wir die neue Rücklaufverschraubung wieder genau in der richtigen Position fest. Auch die Mutter der Verschraubung, die sich im Heizkörper befindet, ziehen wir nun wieder an. Wenn das jetzt, wie bereits vorher erwähnt, zwei unterschiedliche Hersteller sind, kann es dir passieren, dass es nicht passt und somit nicht dicht wird. Dann musst du auch diese Verschraubung gegen die mitgelieferte Verschraubung austauschen. Dazu gibt es einen speziellen Schlüssel und wie das funktioniert, zeige ich dir hier. Anschließend kannst du dein Heizsystem wieder befüllen, kontrollieren, ob alles dicht ist und natürlich entlüften. Rechts oben findest du das nächste passende Video und rechts unten die komplette Playlist. Bis gleich im nächsten Video. Ciao, ciao!